Hey, gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Songkomponisten und Filmmusikkomponisten? Ja, den gibt es und der ist so drastisch wie bei Fotografen. Es gibt die Porträtfotografen und es gibt zum Beispiel die Landschaftsfotografen. Ich hatte mal beide hier. Bei dem Porträtfotografen sah ich aus wie ein Künstler und bei dem Landschaftsfotografen sah ich eher aus wie so ein, ja, ich hatte was von einem Bonsai irgendwie. Also man muss schon aufpassen, wen man bucht. Bei Komponisten verhält es sich eigentlich ähnlich. Du hast zum Beispiel einen Songkomponisten und der geht folgendermaßen vor. Der hat einen Text und den baut er dann auf in eine Songstruktur. Zum Beispiel also Intro, Vers, Chorus, Interlude, also Zwischenteil. Dann kommt wieder der Vers, dann wieder Chorus, Chorus, Chorus. Und das Ganze klingt dann nach Junge liebt Mädchen und Mädchen liebt Junge. Super. Filmmusik läuft etwas anders ab. Filmmusik ist eigentlich eher Junge liebt Mädchen, aber Mädchen liebt jemand anderen. Ha, und schon hast du einen Konflikt. Und Konflikt ist eine Story und Story schreit nach Filmmusik. Denn Filmmusik reagiert auf Story und auf visuelle Eindrücke. Das ist etwas, was eigentlich ein klassischer Song einfach nicht schafft. Beim Film kann es passieren, dass du eine Szene hast mit einem verliebten Pärchen in einem Auto. Entsprechend klingt die Musik. Und plötzlich taucht aus dem Nichts der Widersacher auf und boom. Dann bist du schlagartig in einem Horrorszenario. Was davor war, interessiert plötzlich nicht mehr. Du musst einfach auf die Situation reagieren mit deiner Musik. Wichtig ist hierbei, dass du der Vision folgst und dass deine Musik die Atmosphäre, die Stimmung entsprechend glaubwürdig transportiert. Daher gibt es drei essentielle Bausteine in der Filmmusik. Erstens ist es ein breit gefächertes musikalisches Wissen bzw. ein breites musikalisches Verständnis. Dann natürlich die Erfahrung. Und da geht es nicht nur um Musik, sondern da geht es auch um, dass du belesen bist, dass du so ein bisschen Allgemeinbildung hast und auch Erlebnisse abrufen kannst. Ist sehr, sehr hilfreich, habe ich gemerkt. Und drittens, vielleicht am allerwichtigsten, das Einfühlungsvermögen in eine Szene. Denn ganz ehrlich, nur ein Idiot würde jetzt zum Beispiel diese Autoszene mit, sagen wir mal, Polka vertonen. Außer vielleicht in einem Quentin Tarantino-Film, da funktioniert merkwürdigerweise selbst Polka und keiner weiß warum. Das ist also der Unterschied zwischen einem Song und Filmmusik in einem Film. Songs erzählen oft eine einzige Geschichte basierend auf einem Text und sie dürfen auf gar keinen Fall abreißen. Filmmusik hingegen nimmt dich immer mit auf eine Reise. Es wandelt sich stetig, es passt sich an und bricht dabei permanent Regeln, wenn nötig. Filmmusik, ich bleib dabei, ist es einfach die Königsklasse der Vertonung. Und daher verabschiede ich mich jetzt mit einem dramatischen Abgang linke Bühnenseite.